Eine kleine Downphase nach dem Abitur kann immer mal vorkommen und deswegen werden wir jetzt besprechen, was du in diesem Fall tun solltest. Willkommen zurück, Abiturathleten. Mein Name ist Leo Eckel und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du dich top. Ah, nee, das war das alte Intro. Das war das alte Intro. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo und heute nochmal zum Thema, was ist denn eigentlich nach dem Abitur? Weil mir einige geschrieben haben, Leo, irgendwie bin ich jetzt so unmotiviert nach dem Abi und weiß nicht genau, was ich machen soll. Und es ist irgendwie alles so schwierig. Und ich habe mir zwar schon ein paar Videos von dir dazu auch angeschaut, aber irgendwie, ich komme irgendwie nicht so raus aus meinem kleinen Tief. Und da ist, denke ich, im allerersten Schritt mal wichtig, überhaupt zu verstehen, warum man nach dem Abitur denn eigentlich gern mal in so ein Tief, in so eine Downphase fallen kann. Weil eigentlich möchte man ja meinen, Alter, hast du endlich die Schule rum? Jetzt ist doch yes! Yes, Leben! Und das passiert auch bei manchen. Bei mir war das voll so. Aber genauso passiert es bei manchen einfach so, dass sie jetzt diesen Berg erklommen haben und dann. Und jetzt? Und das ist vollkommen verständlich. Denn die Schule hat dir seit 12, 13 Jahren eine Struktur gegeben und das kombiniert immer auch mit einem ganz klaren Ziel. Und vor allem in den letzten 2 Jahren mit der Oberstufe. Warst du immer einfach, du hattest immer dein Ziel, du hattest immer deinen Abiturschnitt vor Augen, du hattest immer dein Ziel, du wolltest immer dahin, hattest klare Dinge zu tun, klare Abläufe, alles war so vertraut und normal und du hast dich so stark dran gewöhnt. Und dann kommt das Abitur, du bekommst dein Zeugnis und du hast kein Ziel mehr und du hast keine Struktur mehr, weil du musst nicht mehr zur Schule gehen und dein Abiturzeugnis hast du auch schon bekommen. Und dann fällt im Prinzip dieses ganze Gerüst von dem, was du, nachdem du das letzte Jahrzehnt gelebt hast, auf einmal weg. Dann ist es vollkommen normal, dass du dir dann denkst, okay, so was mache ich jetzt? Hast du die ganze Zeit so gelebt und auf einmal fällt es alles weg. Das ist so, what? Und deswegen, es ist vollkommen normal. Deswegen verurteile ich auch nicht, oh, die anderen studieren jetzt gleich schon so viele krasse Sachen und ich weiß noch gar nicht. Oder die anderen sind jetzt schon wieder mega produktiv und beim Sport und was weiß ich. Doesn't matter, okay? Stay in your own lanes. Bedeutet, bleib bei dir selbst und man kann da ganz, ganz einfache Sachen dagegen machen. Denn das Allerwichtigste ist natürlich erstmal zu realisieren, okay, mir ist die Struktur weg und das Ziel ist weg. Dann gibt es natürlich zwei ganz logische Dinge, die du dann tun solltest. Erstens, sorg für Struktur. Zweitens, sorg wieder für ein Ziel. Das bedeutet, erstmal wieder Struktur kreieren. Das bedeutet, vorher war es so, dass du von der Schule aus im Prinzip ein bisschen dein Leben vorgeschrieben bekommen hast und sehr automatisch einen Zeitplan hattest. Klar, du konntest am Nachmittag dir deine Sachen noch selbst einteilen, aber so das grobe Gerüst wurde schon von der Schule vorbestimmt und du konntest nur kleine Anpassungen vornehmen. Auf einmal bist du jetzt aber the master of your time. Du bestimmst komplett über deine Zeit. Und das bedeutet, du musst es dir jetzt selbst kreieren. Das heißt, ich würde dir sehr stark empfehlen, dir eine After-Abi-Routine zu machen, wodurch du gesund, fit, produktiv bleibst, mit deinen Freunden in Kontakt und so weiter und vielleicht auch bezüglich deiner nächsten Reise, deines nächsten Studiums und so weiter einfach vorankommst. Dazu habe ich auch extra ein Video schon gemacht, da könnt ihr da oben draufklicken, wenn euch das interessiert, wie man quasi eine After-Abi-Routine kreiert. Das ist super wichtig und genauso werd dir bewusst, wo du eigentlich hin möchtest. Ich weiß, das ist natürlich eins der, ja, wichtigsten Themen nach dem Abi ist, die vielleicht auch gar nicht. Ich gehe jetzt nicht ans Telefon. Kennt ihr das, wenn man Leute nicht wegdrücken kann? Weil das voll unhöflich wäre. Dann muss man warten. Fertig? Yes. Weiter im Text. Wo war ich? Genau. Und natürlich ist es eines der wichtigsten Themen, dann nach dem Abi herauszufinden, was will ich denn eigentlich? Und das ist natürlich gleichzeitig nicht so leicht, weil deswegen dann zusätzlich dazu, weil es so wichtig, auch noch Druck oben drauf ist, von allen Seiten. Und du denkst, fuck, was soll ich jetzt machen? Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Die kompletteste Methode, wie du herausfindest, was du wirklich möchtest, findest du auch da oben. Ansonsten, ja, mach dir dazu einfach mehr Gedanken. Schau dir einfach das Video an. Ich erzähle es nicht nochmal genau das Gleiche, was ich da schon gesagt habe. Aber die zwei Punkte sind mega wichtig, weil wenn du dann auf einmal wieder ein klares Ziel hast und du hast eine klare Struktur, hast du im Prinzip einfach wieder dieses Gerüst, was dich durch dein Leben trägt, wieder kreiert. Und solange du dieses Gerüst nicht da hast, fühlst du dich so ein bisschen in der Luft schwebend und alleingelassen und fuck, was soll ich jetzt machen? Und sobald du das aber wieder selbstständig, das ist entscheidend, das macht nicht mehr die Schule für dich, sondern musst es selbstständig für dich wieder aufbauen, dann wirst du dich wieder stabil fühlen, wirst du wieder das Gefühl haben, dass du in eine klare Richtung hingehst,
zu dem Leben, das du führen möchtest. Und deswegen, die beiden Videos helfen dir mega krass. Ich blende dir die jetzt auch noch hier und hier ein. Ansonsten glaube ich, wir machen euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Leo.